gemeldet war eine Reihenhaushälfte in Vollbrand. Sich um einen ausgedehnten Brand handelt. Zudem wurde berichtet, dass noch Kinder sich im Haus befinden könnten. Die Feuerwehr Eichthal wurde gegen 14.30 Uhr in Stadtteil Krötzing zu einem Brand 4 alarmiert. Gemeldet war eine Reihenhaushälfte in Vollbrand. Zwei Kinder waren noch in dem Gebäude. Die wurden ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Der Vater der Kinder wurde schwer verletzt mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das untere Erdgeschoss in Vollbrand. Genau. Die Feuerwehr hat dann den Löschangriff eingeleitet. Das Feuer hat sich bis ins Dachgeschoss durchgekämpft. Darauf wurde die Brandbekämpfung mit zwei Drehleitern übers Dach eingeleitet, um das Übergreifen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Genau. Die Feuerwehr Eichthal ist vor Ort. Die Feuerwehr Filderstadt, Esslingen, Nürtingen sind insgesamt mit ca. 50 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit 28 Einsatzkräften am Einsatzort. Besonders schwierig gestaltet sich hier die enge Straßensituation, eine Baustelle. Die Anwohner parken natürlich auf der Straße und das Übergreifen auf das Nachbarhaus zu verhindern. Das haben wir relativ erfolgreich, geschafft. Das Nachbarhaus wurde von uns durch den Einsatz der Drehleiter aus Filderstadt gewährleistet. Genau, es gibt nur leichtere Schäden an den Dachplatten, aber sonst das Feuer hat nicht übergegriffen. Wir machen aktuell noch kleinere Nachlöscharbeiten, suchen weitere Brandherde. Der Strom wird abgeschalten, weitere Kleinigkeiten werden noch erledigt. Genau.
Der Rettungsdienst wurde heute Mittag hier nach Eichthal-Krützingen alarmiert zu einem gemeldeten Wohnhausbrand. Bereits bei den ersten Notrufen war klar, dass es sich um einen ausgedehnten Brand handelt. Zudem wurde berichtet, dass noch Kinder sich im Haus befinden könnten. Die integrierte Leitstelle Esslingen hat dann entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung hier Kräfte alarmiert. Es waren 2 Notärzte vor Ort, 4 Rettungswagen sowie die Einsatzleiterkomponente aus mir bestehen und aus dem leitenden Notarzt des Landkreises. Ja, wir haben im Gesamten jetzt 3 Verletzte. Einmal die beiden Kinder, die wurden von uns notärztlich gesichtet und behandelt, bleiben aber ambulant hier vor Ort und werden innerhalb der Familie weiter versorgt und betreut. Und es gibt noch den vermeintlichen Hausbesitzer, der wurde hier bei dem Einsatz schwer verletzt, eine Rauchgasvergiftung, der wurde von uns in eine Klinik transportiert. Ja, richtig, das ist schon mal ein ganz großes Thema. Wir haben von Anfang an einen Rettungswagen explizit für die Aufgabe Sicherstellung der Feuerwehreinsatzkräfte abgestellt. Der befindet sich jetzt auch noch hier vor Ort und wird jetzt durch eine ehrenamtliche Komponente des Malteser Hilfsdienstes ausgelöst, sodass die hauptamtlichen Kräfte des Rettungsdienstes wieder an der Einsatzstelle frei werden und das Ehrenamt hier dann die weitere Betreuung übernehmen kann. Also gesamt waren jetzt vom Rettungsdienst haupt- und ehrenamtlich 11 Fahrzeuge hier vor Ort und 24 Einsatzkräfte. Ja, dann ist es. 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 Ja, dann ist